Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Carpanders Team Elbe Elster. Heute möchte ich mal meine neuen Angelrollen sowie mein neues Angelzeug vom Carp Meeting in Cottbus vorstellen. Ja, kommen wir direkt mal zu den Rollen. Es sind zwei Big Pit Rollen von Anaconda und zwar die XF 12000 LC. Und diese Spulen fassen 650 Meter 0,35er monophiler Schnur. Die Varianten gibt es aber auch noch in Freilaufrollen. Ja, kommen wir nun zu den Routen. Es sind zwei Routen von Pelzer, und zwar die Bond Edge Routen. Haben drei Lips und eine Länge von 3,66 Meter. Für mich finde ich persönlich zwei sehr schöne Karpfenrouten. Und ja. Und nun zum Highlight. Und zwar zum Rodpot. Es ist ein Rodpot von ProLogic. Und zwar der Tree Sky Pot. Und jetzt gerade mal als HiPod-Version aufgebaut. Ja, wie ihr sehen könnt, hat dieser Skypod, Entschuldigung. Verlängerbare Beine. Sehr praktisch, wenn man mal über Schilfkanten angeln möchte. So zum Beispiel. Ja. Und ich baue ihn gleich nochmal als normalen Rodpot um. Und werde euch das jetzt mal zeigen. Zwei kurze Beine und ja, halt die zwei langen Beine. Man kann ihn auch sehr schnell ab und an aufbauen, was sehr praktisch ist. So, wie ihr sehen könnt, jetzt mal als Normalversion. Ja, hinterlasst ein Like und abonniert kräftig weiter und auf Wiedersehen.